von 2022 mit der gesamten DSA-Redaktion. Schön, dass ihr den Sonntagnachmittag gemeinsam mit uns verbringen wollt, um einen Blick ins schwarze Auge zu werfen, zu gucken, was wir in den nächsten Wochen und Monaten alles für euch noch geplant haben. Wir fangen an mit den Produkten, die ganz aktuell erschienen sind. Da haben wir unser neuestes Solo-Abenteuer, das Garadan-Komplott. Eigentlich sogar noch ein Sonnenküste-Produkt, könnte man fast sagen, denn im Crowdfunding zur Sonnenküste wollte die unbedingt noch ein Solo haben. Wie schon bei den Gestaden des Gottwalls, da hatten wir die nach der Feuertaufe. Das hat ein bisschen länger gedauert und wir haben es nicht als Teil des Crowdfundings rausgebracht. Mittlerweile ist es erschienen. Ich habe schon während der Collectors Club Feedback-Phase mitbekommen, dass viele von euch sich die Zähne an dem knackigen Rätsel ausgebissen haben, das in dem Abenteuer drin ist. Ich würde auch tatsächlich sagen, es ist eines der schwierigsten Rätsel, die in bisherigen DSA-Solo-Abenteuer über alle Editionen hinweg enthalten war. Ich würde gerne mal eine Hand sehen, wer hat das Abenteuer denn schon gespielt? Das sind echt weniger, als ich gedacht habe. Und wer von euch hat das Rätsel so ganz problemlos im Vorbeigehen gelöst? Immerhin, einer. Ich muss dazu sagen, Sebastian hat es eigentlich noch einen Ticken schwerer gemacht. Wir haben den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zurückgenommen, weil wir dachten, es wird vielleicht sonst zu frustrierend. Wie die Rätselqueste hier auf der Radcon, ne? Die ist auch viel einfacher als die letzten Jahre, ich weiß gar nicht. Genau. So, also das Garadan-Komplott, ein Solo-Abenteuer in der wunderschönen Stadt Neta an der Sonnenküste, ist vor einiger Zeit erschienen. Und auch schon erschienen ist das Aventurische Elementarium. Die neueste Ergänzung zu unserer Quellenbandreihe, unschwer zu erkennen an den blauen Schuppen. Ebenfalls auch vorhanden in einer limitierten Ausgabe und mit einem Spielkartenset versehen. Sind schon ein paar Leute von euch auf mich zugekommen auf der Radcon und haben mir gesagt, was sie von dem Buch halten. Es war weitestgehend eigentlich ganz positiv. Ich war soweit ganz happy. ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues, aber der Vollständigkeit halber, der Band enthält ganz viele Elementarwesen, die da beschrieben werden. Verschiedenen Mächtigkeitsstufen. Wir haben Elementar Geister, wir haben Djinne, wir haben Elementare Meister. Wir haben außerdem auch so ein paar neue Kreaturen, nämlich Unelementare, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Teilweise gab es die schon mal, aber manche sind doch ganz neu. Wir haben elementare Drachen drin, wir haben Golemiden, das sind die elementaren Varianten der Golems. Hier musst du das nicht erklären. Wirkt es so, ja, die Golemiden sind dem Nico sehr wichtig, glaube ich. Das war elementaren Drachen auch. Dann muss es ja genau der richtige Band für dich. Außerdem enthalten ist auch ein Abriss über die Geschichte des Elementarismus, die wichtigsten Meisterpersonen und ich glaube diesmal 6 Abenteuerschauplätze, also eine ganze Menge. Es ist ein sehr voller, sehr abwechslungsreicher Band und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, den zusammenzustellen und ich hatte ein ganz tolles Autorenteam dafür. Und ich freue mich schon auf die nächsten Projekte, die ich mit diesen großartigen Menschen starten werde. Ich muss weiterreden, ne? Ja, wir haben im letzten Monat Ich dachte, du hättest das Protokoll von Zoe nochmal eben gelesen, dass sie so wunderbar farbig studiert vorbereitet hat. Deswegen weiß ich natürlich genau, dass wir jetzt über den letzten aventurischen Boten sprechen, den nächsten, nicht den letzten. Ist das der nächste? Das ist der letzte. Na gut. Ich kenne doch meinen aventurischen, also ich bitte dich. Übrigens, hoffentlich ist es nicht der letzte, aber der das letzte, der erschienen ist. Erschienen. Danke. Genau. Nämlich jetzt hast du mich ganz kirre gemacht, wann war das denn? Im Juli, richtig? Spalter. Ich bin zu oft im Homeoffice. Wahrscheinlich habe ich mein Belegexemplar noch nicht gefunden und deswegen habe ich das durcheinander. Das muss es sein, das ist aber sehr tragisch, denn diesmal haben wir einen ziemlich reißerischen, spannenden Artikel als Frontliner drin gehabt, der auch eine kleine Reihe abschließt. Also wer ihn noch nicht gelesen hat, schaut mal rein. Es ist ein kleiner Paukenschlag diesmal. Und wir haben ein großartiges Heldenwerk mit dabei, über das uns der Alex eine ganze Menge mehr erzählen kann. Ich würde jetzt nicht sagen eine ganze Menge mehr, aber ich kann euch was darüber erzählen. Und zwar die zweite Schale. Die führt euch von dem Gebiet
und schon mal aus in Richtung Draconia. Ein Reiseabenteuer und es gibt einige abenteuerliche Sachen, die man dort erlebt, die natürlich was mit den Magiern der Akademien zu tun haben. Und da gibt es einen wunderschönen kleinen Rückgriff auf eine Sache, die in der Borbarat-Kampagne tatsächlich anscheinend zu Ende geführt worden ist. Das will ich nicht spoilern, aber es hat etwas mit Drachen zu tun. Insofern, tolles Reiseabenteuer und es tut einige alte Geschichten wieder neu anknüpfen lassen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Wer kann da am besten was berichten? Ich möchte, das bleibt bei dir. Es bleibt bei mir. Ich habe es mir schon gedacht. Das, was ihr hier seht, ist das Cover unserer Anthologie, die wir für die Spendenaktion zur Ukraine ins Leben gerufen haben. Einige unserer fantastischen Autoren haben sich ganz, ganz schnell einige Ideen überlegt, was man für Abenteuer machen könnte, die auf Konflikte hinauslaufen, die aber gewaltsam, um Gottes Willen, friedlich quasi gelöst werden können, damit da nichts aus den Rudern läuft, und haben das eingereicht. Und die Idee fanden wir so toll, dass wir die Spendenaktionen auch unterstützt haben und in Windeseile auch diese Anthologie hergestellt haben. Verhandlungskunst und Friedensschwur enthält 3 Abenteuer. Es geht bei dem ersten darum, dass man in Aranien einen bestehenden Konflikt im Rajarat Palmyramis lösen muss. Die wilde Horde ist der Titel. Jawohl. Nummer 2 führt uns an einen ganz anderen Ort, in die Schattenlande, beziehungsweise in den Grenzbereich zwischen dem freien Toprien und den immer noch besetzten Gebieten. Und man kann sich denken, dass da es natürlich zu großen Spannungen kommt. Da will ich nicht so viel spoilern, aber es geht da wirklich um diesen sehr harten Grenzkrieg, der da noch immer existiert. Und Nummer 3 ist ganz anders. Das ist eher so ein bisschen mystisch und der Konflikt basiert weniger auf einem Kriegsszenario, sondern auf einem, Konflikt zwischen jemandem, der eigentlich nur überleben will, und jemand, der tatsächlich auch wirtschaftliche Interessen hat. Und das spielt auf den Zyklopeninseln. Das ist aber das Abenteuer, was tatsächlich ein bisschen mystischer ist und mehr auch in einige alte Sagen der Zyklopeninseln eintauchen lässt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich würde dem noch hinzufügen, du hast ja schon erwähnt, dass es eine Spendenaktion war oder Teil einer Spendenaktion. Yep. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Autoren waren es, glaube ich, die daran mitgewirkt haben. Haben allesamt auf ihr Autorenhonorar verzichtet, damit wir von dem Erlös des Abenteuers einen beträchtlichen Teil auch spenden können. Wir haben dann insgesamt direkt 10.000 Euro vorgeschossen, als das Abenteuer erschienen ist und es an, ich glaube, war es Ärzte ohne Grenzen für die Ukraine gespendet, um direkt das Geld dorthin zu bringen, wo es wirklich gebraucht wird. Und euch an der Stelle auch vielen Dank, dass ihr da natürlich direkt mit dabei seid. Und die erste Auflage ging direkt in den ersten Wochen ziemlich schnell über die Vorbestellung und so an viele Leute raus. Das hat uns sehr gefreut. Dann haben wir den nächsten Punkt. Das ist schon erschienen. Das ist auch schon erschienen. Das ist, glaube ich, gerade raus. Es geht natürlich um Kaiser Retros größte Abenteuer. Der Wolf von Winhall ist jetzt gerade so in der, weiß ich gar nicht, ob der eine Vorbestellung noch ist oder ob der schon ausgeliefert wird, im Zeichen der Kröte, kommt dann auch demnächst, und im Oktober die Auckland-Trilogie, alles in der Neuauflage. Wenn ihr diese Abenteuer von früher kennt, könnt ihr uns gerne bei Anno DSA zumal auf unserem Twitch- oder YouTube-Kanal begleiten, wie Steff und ich oft mit irgendwelchen Gästen in Erinnerung schwelgen und über diese alten Abenteuer fabulieren und Anekdoten von damals erzählen, wie es war, als wir diese Abenteuer gespielt haben. Ich habe mein Möglichstes versucht, aber Rempelkäfer wurden nicht kanonisiert. Die stammen aus der Auckland-Trilogie. So, aber die Reihe geht natürlich auch weiter und wir wollen euch nicht vorenthalten.
welche Abenteuer da in Zukunft noch auf euch warten, die teilweise schon lange vergriffen und nur auf diversen Sekundärmarktplattformen zu hohen Preisen angeboten werden, sich aber immer noch großer Beliebtheit erfreuen. Als nächstes kommt dann nach der Auckland-Trilogie mehr als 1000 Oger. Die schönsten Oger ganz deres. Wohl gestaltet und sehr seriös blickend. Und viele von euch kennen das sicher, also ich kenne es zumindest, viele Leute wollen immer irgendwie die ganze bespielte, lebendige Geschichte Aventuriens miterleben und spielen in Feliasson und das Jahr des Greifen und am Ende steht immer irgendwie die Borberat-Kampagne und mehr als 1000 Oger ist natürlich aufgrund des Bösewichts des Abenteuers auch ein Abenteuer, was da nicht fehlen darf. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das Abenteuer mittlerweile so teuer ist. Ich glaube nicht, dass das an dem Markerspiel liegt, was da hinten drin ist. Aber das ist nicht das einzige Abenteuer, was in dem Kontext interessant sein könnte, denn wir haben auch noch In den Fängen des Dämons, das erste Abenteuer, das in Warung spielt und bei dem die Helden das erste Mal die Gewölbe des Molchenberges erforschen können. Und wer die Schwertkönig-Romane gelesen hat, der entdeckt da vielleicht auch, was Hadmar zum ersten Abenteuer des Schwertkönigs in den Romanen inspiriert hat. Bleiben wir in der Vorbereitung der Borberat-Kampagne. Was wir auch nicht länger vermissen wollen, ist die Kanäle von Grangor. Ist natürlich auch ein Abenteuer, was man im Vorfeld spielen kann, wenn man vorbereitend auf die G7 was in Szene setzen möchte. Ich habe mir das Abenteuer im Laufe des letzten Jahres auch nochmal angeguckt und ich bin fasziniert. Ein Stadtplan von Grangor ist ja schon drin, aber mit wie wenig Stadtbeschreibung wir damals ausgekommen sind und trotzdem Spaß hatten, im Vergleich zu heute wirklich beeindruckend. So, und jetzt eins habe ich noch, auch ein altes Abenteuer. Ich bleibe im Kontext der Vorbereitung der 7 Gezeichneten. Was darf da auf gar keinen Fall fehlen? Wer weiß es? Natürlich, Staub und Sterne darf in der Reihe auch nicht fehlen. Die Abenteuer werden wir also als nächstes angehen. Ich möchte euch auch gleich vorwarnen, das bedeutet nicht, dass wir danach auch die Abenteuer der Borberat-Kampagne weitermachen. Die Frage wäre sonst gekommen, aber diese Abenteuer sind auf jeden Fall die nächsten, die kommen. Als nächstes ein ganz schönes Buch, über das die liebe Zoe euch was erzählen wird. Und vergiss nicht zu erwähnen, dass man bei Nadine den Prototypen sehen kann. Also, ja, das 1x1 der Freitagsrunde ist das Kontrastprogramm. Kram, nämlich ein ganz neues Konzept, das wir ausprobiert haben. Insofern neu, dass wir, was In-Game-Bände angeht, ja bisher die äußerst erfolgreiche Vademecum-Reihe haben, wo ja auch offensichtlich konstante Fans von seid, deswegen gibt es auch immer und immer mehr von. Aber was wir noch nicht hatten, waren Bände, die halt über das Götterwirken hinaus einfach nur ingamisch beschreiben, was in der Welt eigentlich alles so vorgeht. Also hier ein Themenband zur Kräuterkunde. Wir haben besonders viel Wert darauf gelegt, dass es ein möglichst immersives Buch ist, das sich fürs LARPen eignet, dass man einfach mal benutzen kann, um ein bisschen was zu zitieren am Spieltisch, das sich völlig unabhängig von jeglichen Regeln benutzen lässt. Das heißt, egal in welche Edition ihr am liebsten spielt, das 1x1 ist euch immer praktisch zur Seite, wenn ihr irgendetwas nachschlagen wollt. In dem Buch haben wir 104 wundervolle Ingame-Illustrationen. Hier sind ein paar Beispiele. Das ganze Layout ist anders, als ihr es von normalen DSA-5-Büchern kennt. Sehr viel, wie gesagt, ingamiger gehalten. Es hat ein tolles Design, das ihr, wie Nico erwähnt hat, auch schon euch angucken könnt, wenn ihr zu Nadine, unserer Artdirektion, an den Stand geht. Da steht ein kleines Exemplar als zum Anschauen da. Und ja,
Das Buch spricht eigentlich für sich. Es wurde geschrieben von Christian Nehling, der auch mit mir zusammen die beiden anderen Herbarien zur Hälfte geschrieben hat. Das heißt, ein wahrhafter Pflanzenexperte. Die Ingame-Zeichen sind übrigens auch von einer Person, die sogar Schulungen für Pflanzen, Lehrgänge im Wald und so weiter anbietet. Also sehr viel Expertenwissen drin. Holt's euch, das ist toll. Dann haben wir eine neue Romanreihe gestartet, und zwar den Aufstieg Alhaniens. Das erste Blut ist schon vor einer Weile erschienen. Wir haben es auch hier bei uns im Shop auf der Bühne da, und die Leute im Collectors Club, die es vorbestellt haben, haben auch schon den zweiten Teil als PDF bekommen. Der zweite Teil müsste im Print jetzt auch die Tage erscheinen. Eine Romanreihe aus der aventurischen Historie. Die Romane spielen in der Zeit von Belen Horas, als die Bosporaner sich wie die fräßige Heuschrecken über den ganzen Kontinent ausbreiten und auch das Sultanat Alhanien unterwerfen wollen. Yisil Ela, das heutige Yisilia, den anderen Namen erwähnen wir natürlich nicht, ist die letzte freie Stadt der Alhanier, und dort kommt ein junges Mädchen an die Macht, die vor der großen Aufgabe steht, ihr Volk zu vereinen oder mit ihm unterzugehen, wenn die Bosporaner kommen. Der zweite Teil dreht sich weiter um dieselbe Geschichte, hat aber als Protagonisten dann ihren späteren Fürstgemahl und Leibwächter. Und die ganze Geschichte spielt so 872 vor Bosporans Fall und wirft einen Blick auf eine Kultur, von der heute in Aventurien nur noch Spuren zu finden sind im Volk der Nobarden. Dann haben wir eine neue Aktion gestartet. Genau, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben angefangen, Miniaturen für das Schwarze Auge selbst zu produzieren. Und dafür gibt es regelmäßig auch, so etwa einmal im Monat jetzt, Abstimmungen auf Facebook, wo ihr mitentscheiden könnt, welches die nächste berühmte Figur ist, die eine Miniatur erhalten soll. Wir haben schon Borberat, das war der allererste. Das war quasi so unser Pilottestobjekt, um zu sehen, ob die Idee von Miniaturen euch überhaupt gefällt. Offensichtlich, da haben wir gedacht, okay, Rohal müssen wir auch noch machen. Die erste Abstimmung hat Rakorium gewonnen und die letzte war Rohaja. Und nächsten Freitag gibt es schon die nächste Abstimmung. Bin gespannt, wen ihr da haben möchtet. Auch aktuell relevant, wir haben nämlich auch eine Miniatur heute exklusiv dabei, die passend zu unserem aktuellen Con-Abenteuer gestaltet wurde. Der Werwolf von Quastenbräuch ist das Abenteuer, das ihr dieses Jahr auf allen unseren Conventions kostenlos erhalten könnt. Da geht es darum, dass in der Baronie Quastenbräuch der Baron momentan nicht zugegen ist. Sein Junker ist auf einmal vor ein größeres Problem gestellt, nämlich da sterben Menschen. Und sie sterben nicht nur einfach irgendwie, sondern sie werden offensichtlich ermordet, und zwar auf ziemlich grausame Art und Weise. Und natürlich stört das ein wenig den Landfrieden. Entsprechend werden dringend Helden gebraucht, um herauszufinden, was denn dahinter steckt. Es gibt natürlich Theorien, auch die größte laufende Theorie in der Bevölkerung, was dahinter stecken könnte, hat es in diesem Titel gesteckt. Ist es ein Werwolf? Und was hat eigentlich eine Dryade damit zu tun? All das könnt ihr herausfinden, wenn ihr dieses Abenteuer euch holt und auch noch die Dryaden-Miniatur dazu. Ja, traditionell existiert für dieses Abenteuer auch noch Bonusmaterial, ebenso wie für viele unserer Heldenwerke. Genau, klick einfach durch. So, das Heldenwerk Archiv 6 enthält ebenfalls das diesjährige Chorabenteuer und sechs Heldenwerke aus dem letzten Jahr, grob. Das verschiebt sich ein bisschen. Die alle erhalten natürlich auch Bonusmaterial, was ihr zusammen im Heldenwerk Archiv 6 bekommt. Die blaue Variante ist dabei zum Kaiser-Raul-Konvent dieses Jahr rausgekommen und ist, ich glaube, es sind noch ein paar Exemplare da. Die rote ist jetzt hier auf der Radcon erschienen. Viele haben, bitte, nein, sie ist auf der Radcon Berlin erschienen. Es tut mir fürchterlich leid, aber auch hier erhältlich. Johannes war auf der Radcon Berlin nicht dabei, deswegen hat er das übersehen. Limburg ist sowieso wichtig. Das stimmt, aber in Berlin gab es auch schon die rote Ausgabe. Ich selbst
war da und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Nummerierung der Heldenwerk-Archive ein bisschen durcheinander gekommen. Kunden, die da an unseren Stand kamen, haben gefragt, ist das das Neue, ist das das Aktuelle, das jetzt in Radcon, auf der Radcon Limburg rauskommt. Und da war ich kurz tatsächlich, ich weiß es gar nicht, ich müsste jetzt mal durchzählen, aber ja, in Berlin ist tatsächlich schon die rote Ausgabe, die Radcon-Ausgabe für 2022 erschienen. Und viele von euch haben jetzt auch hier auf der Con, sind auf uns zugekommen, haben gefragt, ob man dann auch schon die reguläre Ausgabe bekommen kann. Nein, die erscheint zur Spiel dieses Jahr im Oktober in Essen. Da müsst ihr euch erst noch ein wenig gedulden. Oder halt die rote mit nach Hause nehmen. Oder die rote und die blaue. Oder alle drei dann im Oktober. Wenn von der blauen im Oktober dann noch was übrig ist. Möglich, mal gucken. Wo wir gerade über Heldenwerke sprechen, es kommt im nächsten Monat, im September, auch schon wieder der nächste Bote mit einem beiliegenden Heldenwerk. Ein Mockup vom Boten kann ich euch leider noch nicht geben, der ist gerade im Lektorat und noch nicht gelayoutet worden. Das Heldenwerk ist allerdings bereits verfasst, ist alles in trockenen Tüchern und Zoe weiß mehr über den Inhalt, habe ich mir gesagt. Ja, die heiße Ware ist auch das Hauptobjekt dieses Abenteuers, denn es spielt in Iramis. Da gibt es einen Zöllner, der für die Orks am Zoll arbeitet und allerhand Dinge beobachtet, die er natürlich auch als Doppelagent weitergibt, damit die... Wo ist denn Iramis? Ich meine, ich weiß das natürlich, aber vielleicht gibt es im Publikum den einen oder anderen Zuhörer, der das nicht weiß. Wer weiß es denn? Wo liegt Iramis? Richtig, das Weltall. Also da hat man ja öfter Probleme mit Orks. Iramis ist eine besetzte Stadt. Und wie gesagt, da leben auch Menschen, zum Beispiel Wunne, der Zöllner, der, wie gesagt, gerne auch Dinge, die er beobachtet, als Doppelagent weitergibt an die Leute in der Feste Greifenstein. Und die haben leider, weil es da ein paar Schwierigkeiten in der Kommunikation gab, wie es so passiert, eine sehr wichtige Sache verloren, eine heiße Ware, die dringend zurückgeholt werden muss. Das heißt, es braucht Helden, die die Stadt infiltrieren, sich mit den Orks auseinandersetzen und das Objekt zurückgewinnen, bevor die Orks herausfinden, was sie da eigentlich erbeutet haben aus Versehen und was sie auch alles damit anstellen könnten, wenn sie es denn korrekt zusammensetzen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich gleich mal weiter. Euch erwartet demnächst auch noch die Reihe unserer Sammelbände für die Regelerweiterungen. Und zwar beginnend mit dem Codex der Magie. Der dürfte auch bereits schon im Collectors Club vorbestellbar gewesen sein. Es folgen dann der Codex der Helden, des Schwertes und schlussendlich des Götterwirkens. Was enthalten die Bände? Dazu haben wir ja schon ein ausführliches Panel gestern gemacht, das könnt ihr euch gerne anschauen. Aber wer es nicht getan hat, es ist eine Zusammenfassung unserer Regelerweiterungsbände, beispielsweise Aventurische Magie 1 bis 3, Kompendien 1 und 2 und Götterwirken 1 und 2. Wir haben die nochmal ein bisschen neu strukturiert. Es gibt jeweils in den einzelnen Bänden auch ein bisschen neues Material. Und es gibt einige Sachen, die haben wir aber dort nicht reingetan, beispielsweise die Zauber und Liturgien, die werden in anderen Büchern gesammelt. Aber ihr findet dort beispielsweise sämtliche Fokusregeln aus den zusammengefassten Büchern. Ihr findet dort die Sonderfertigkeiten, die Tradition der Zauberer im Codex der Magie oder der Gewalten im Codex des Götterwirkens. Und was den Codex der Helden angeht, der ist ein bisschen zusammengestellt aus verschiedenen Büchern. Da ist alles drin, was ihr wirklich für die Heldenerschaffung auch braucht. Die Professionen, die Kulturen, die Spezies, aber auch aufgelistet, was gibt es für Sonderfertigkeiten, was haben die für Kosten, auch Vor- und Nachteile. Also alles, was ihr wirklich braucht, um einen Helden zu erstellen. Und auch dort ist neues Material drin, beispielsweise neue Spezies für die Orks. Auch die Achats sind natürlich drin. Und das gilt auch für die Professionen und die Kulturen. Insofern, das ist alles drin, was ihr braucht. Ja, ich glaube, ich habe es schon angesprochen, dann kann ich gleich weitermachen. Orks. Die gibt es nicht nur im Codex der Helden als reines Wertegerüst, sondern wir haben ja das Ork-Let's Play letztens gehabt und hier auf der Redcon am Freitag den zweiten abschließenden Teil gemacht, wo ihr parallel dazu auch eine kleine Ork-Spielhilfe, um euch orkische Helden zu basteln, herunterladen konntet. Wir wissen natürlich, dass es ein großes Bedürfnis ist, dass diese Werke auch in anderer Form vielleicht zugänglich gemacht werden. Aber wir haben jetzt erst einmal ein Update gemacht, um das auf 64 Seiten zu erhöhen. Da haben wir auch einige Wünsche von euch noch aufgenommen,
ist unter anderem jetzt noch Hohlberger hineingekommen. Das war explizit von euch gewünscht. Die kann man jetzt auch spielen. Und ja. Werden die denn dann auch im Kodex der Helden übernommen? Die Hohlberger meinst du? Ja, alle Inhalte von dem Band. Ja klar, natürlich. Die würden ja sonst fehlen. Also sind ja auch drin. Völlig richtig. Die Spielhilfe geht aber noch ein bisschen tiefer rein, was die Stämme und ja, die Kultur der Orks angeht. Da ist noch ein bisschen Material drin. Das hast du nicht im Kodex der Helden. Da ist wirklich nur die Beschreibung der Spezies oder der Kultur jeweils. Genau. Und ich würde sagen, kleiner Umschwenk, noch ein bisschen zurück auf Romane. Es ist so, dass die Feliason-Reihe beim Heine Verlag mittlerweile auch schon weit fortgeschritten ist. Und wir als Ulysses Verlag, wir machen die wundervollen Prachtausgaben dazu, wo immer zwei Teile zusammengefasst werden. Auch schick in einer ganz anderen Optik. Das ist kein normaler Paperback, sondern Leinen und Leder. Ne? Es war ja auch Leder. Genau. Und die sind massiv groß. Ich habe sie mir schon angeschaut. Ich habe die kleinen tatsächlich nur gelesen, aber die großen sind wirklich großformatige Bücher, auch mit wunderschönen Illustrationen in Schwarz-Weiß, die dazugehören. Und dementsprechend der vierte Teil, der die Bände logischerweise 7 und 8 der kleineren Heine-Reihe umfasst, ist hier zusammengefasst in einem großen Band. Mit dem Titel Der Wahrsprecher. Wahrsprecher, ohne Artikel. Genau. Und ich würde auch jedem empfehlen, der die Bücher zum Lesen kauft, kauft noch ein Lesepult dazu, denn die Bücher sind so groß, ja, dass man sie halt nicht wirklich bequem im Bett oder auf dem Sofa lesen kann, sondern die legt man am besten auf so ein Pult, wo man dann bequem umblättern kann. Am besten stellt ihr auch jemanden an, der das für euch umblättert. Das. Aber sie sehen auch im Regal toll aus. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch drei Glaube, Macht und Heldenmut Hefte. Diese Spielhilfen, die konntet ihr bislang immer als PDF bei uns erwerben. Aber auf vielfachen Wunsch sind wir jetzt auch dazu übergegangen, die ersten drei älteren, glaube Macht- und Heldenmut-Hefte, auch in einer Printversion verfügbar zu machen. Auch diese sind im Collectors Club bereits vorbestellbar gewesen, werden bald erscheinen und wir reden hier tatsächlich von den streitenden Königreichen, von der Siebenwindküste und den Flusslanden. Es gab ja bislang tatsächlich durch unsere Crowdfundings auch schon, glaube ich, einen Helden-Mut-Werke in gedruckter Form für Thorwald und das Skelskerland und für die Sonnenküste. Und das ist bei euch halt auch sehr gut angekommen. Insofern, die drei kommen als nächstes. Ja, es gibt noch welche, zu denen wir noch keine Printversion haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Zukunft noch was wird. Aber das sind zumindest auf jeden Fall die nächsten drei. Wir sagen lassen, der Kampfstil der Windhager Sippenkrieger ist extrem. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Funktioniert ziemlich gut. Ja, da sind auf jeden Fall auch ein paar nette, schöne Sachen drin, um die Helden zu ergänzen aus diesen Regionen. Was zu den Glaube, Macht und Heldenmut in der Printversion oder die aktuellen PDFs noch interessant ist, dass sie nicht hundertprozentig den bisherigen Publikationsinhalten entsprechen. Je nachdem, wie viel Inhalt sie geboten haben, haben wir da hier und da noch eine Seite ergänzt. Insbesondere zum Beispiel bei der Siebenwindküste, da haben die Zauberbaden, glaube ich, noch ein bisschen was extra bekommen. Und bei den Flusslanden, die Druiden, da sind also noch ein paar extra Inhalte aus der Aventurische Magie 2, war das, glaube ich, für die Druiden auch im Glaube, Macht und Heldenmut gelandet, die nicht in der Regionalspielhilfe enthalten sind. Zu dem Hintergrund, einfach damit das alle nochmal gehört haben, Bücher, die durch eine Seitenzahl von 8 teilbar sind. Naja, 4 geht auch, aber 8 ist besser, 8 ist besser. Sind deutlich günstiger, als wenn es ungerade Zahlen sind oder sehr seltsame für den Druck. Insofern, wir haben das auf ein Format aufgeprezelt sozusagen, dass das tatsächlich auch sehr gut druckbar ist. Genau, alle haben jetzt 32 Seiten. Wenn ihr das PDF schon habt, kriegt ihr natürlich auch das Update gerade dazu, ist ja klar. So. Ja. Als Ergänzung. Das Printprodukt müsst ihr dann halt kaufen. Kennt ihr das schon? Ich glaube, das kennt noch niemand. Aber du kennst es am besten, Alex. Das ist nicht der Teil, der alle interessiert. Ein bisschen kenne ich dieses Abenteuer, beziehungsweise ist eine Abenteuer-Anthologie. Götzenkult und Sphärenbeben. Der Titel verrät natürlich schon ein bisschen was über den Inhalt. Und das will ich natürlich auch tun, ein bisschen ergänzen. Das ist eine Abenteuer-Anthologie mit 64 Seiten, 3 Abenteuern drin. Und zwar sind das Heldenwerke, die wir nochmal grundlegend überarbeitet haben. Die sind noch nicht erschienen bisher, sondern die lagen bei uns und haben der Veröffentlichung ausgeharrt. Und die hatten tatsächlich immer Themen, die sich sehr gut dazu geeignet haben, dass wir sie in einem Band herausbringen.
Es geht generell darum, dass dort der Sternenfall in jedem dieser Abenteuer eine wichtige Rolle spielt. Es kann zum Beispiel sein, dass etwas mit den Kraftlinienverschiebungen zu tun hat oder vielleicht tatsächlich mit Himmelsphänomenen oder ähnlichen Dingen. Zugleich ist bei jedem dieser Abenteuer auch eine Gefahr aus den Niederhöllen gegeben. Es könnte sich um einen Dämon oder um Paktiere handeln, die vielleicht irgendetwas, was durch den Sternenfall passiert ist, ausnutzen wollen. Natürlich müssen die Helden das dementsprechend verhindern. Wo führt die Reise hin? Vom Kaffee her, da könntet ihr vielleicht den Verdacht haben, dass es ins Zwelltal geht. Und das ist völlig richtig. Dort gibt es ein Abenteuer, wo es, ja, es geht auch um Orks, aber es geht um eine Wendung, die man noch nicht vorhersehen kann. Und das Abenteuer dazu hat den sehr putzigen Titel Drachenhort im Schneckenhaus. Ich will gar nicht so viel verraten, aber es ist mit Abstand das putzigste Abenteuer, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Großartig. Nummer zwei, das zweite Abenteuer, führt euch hingegen sehr weit in den Süden, und zwar auf eine Insel in der Charybdis. Eine Insel, wo ich glaube, dass dort fast noch nie ein Abenteuer gespielt hat. Und dort geht es darum, das Geheimnis der Kakaoinsel, so der Titel des Abenteuers, auch lüften zu müssen. Ich würde es beschreiben als eine Art Predator-Abenteuer. Also da geht es ums nackte Überleben auch und einige Schockmomente, ziemlich krass. Aber schaut es euch dann an und erlebt es selbst. Nummer 3 führt nach Aranien zu einem, nennen wir es mal, völlig normalen Bergdorf, was aber nicht so ganz normal ist. Dort müssen die Helden miterleben, dass da vielleicht einige Sachen nicht so sind, wie sie scheinen. Und sie müssen im Auftrag der Praios-Kirche dort jemanden oder ein Mitglied der Kirche tatsächlich auch retten, so könnte man das sagen. Und ja, da gibt es tatsächlich einige Mystery-Elemente und ich würde es auch als, ja, man könnte sagen, kleines kathuloides Abenteuer bezeichnen vielleicht. Ja, es passt sehr gut dazu. Die drei Abenteuer sind auf jeden Fall drin, plus ein bisschen Material auch für den Sternfall und Paktiererei, denn die sind halt wichtig für alle drei Bände. Genau. Zwei Sachen würde ich dann noch ergänzen. Alex hat eben von Heldenwerken gesprochen, die Abenteuer, die da drin sind, das sind keine Heldenwerksabenteuer, sie werden auch nicht mehr in der Heldenwerk-Reihe erscheinen, aber wir hatten sie ursprünglich mal dafür vorgesehen, in der Heldenwerk-Reihe zu erscheinen. Wir haben sie jetzt mit ein bisschen mehr Material ausgestattet, als es bei Heldenwerken normalerweise der Fall ist, und dann eben drei Abenteuer als Anthologie in eine 64-Seiter-Heft gepackt. Vom Format her entspricht es also Verhandlungskunst und Friedensschwur der Ukraine-Anthologie. Und noch eine Sache, wer von euch die Keynote gesehen hat, gestern mit Markus. Markus hat ja am Ende der Keynote ein paar so verschwommene Cover gezeigt. Wer noch im Kopf hat, wie die aussahen und das jetzt sieht, ja, das war eines der ausgeblurrten Cover. Warum erwähne ich das? Weil die nächste Folie auch eines dieser ausgeblurrten Cover betrifft. Ursprünglich hatten wir an der Stelle nämlich ein, und das ist auch die Version, die Markus in der Keynote gezeigt hat, ein Cover von einem Roman. Und wer ganz genau hingeguckt hat und unsere DSA 5 Cover sehr gut kennt, der konnte da vielleicht das Necromanteum erkennen. Das ist irgendwie passend gewesen, aber nicht hundertprozentig. Aber es wird noch in diesem Jahr einen weiteren DSA-Roman geben, der im Collectors Club vorbestellbar wird. Das ist jetzt nicht mehr das ausgeblurrte Cover aus der Keynote, sondern das ist ein Work in Progress, das Nadine hier auf der RadCon für den Roman schon erstellt hat. Der Roman beschreibt oder erzählt das Leben eines relativ bekannten Magiers aus Aventurien. Wer Rohals Erben schon gelesen hat oder insgesamt mit den Gildenmagiern viel am Hut hat, der ist bestimmt schon häufig über diesen Namen gestolpert. Der bekommt jetzt seinen eigenen Roman und wie gesagt, das als ersten Blick auf das Cover des Romans, noch in Schwarz-Weiß. Der Titel wird Expurgico heißen. Wer sich mit dem Gildenrecht auskennt, weiß natürlich, das ist eigentlich nicht so was Schönes. Wer weiß es? Du im grünen T-Shirt.
Genau, der Gildenausschluss ist die Expurgico. Man sieht es auch so ein bisschen an seinem Siegel, dass das so beschädigt ist. Der Roman kommt also noch im Laufe des Jahres in den Collectors Club. Und dann haben wir noch eine Neuheit. Die hat Markus aber nicht verschwommen gezeigt. Dazu wird euch aber Johannes was erzählen. Genau, denn uns steht ein neues 64-seitiges Abenteuer ins Haus. Im Auge des Sturms ist der Titel. Wer gestern in der Keynote war, weiß ja schon so ein paar Eckdaten. Das ist so ein Mystery-Abenteuer. Es geht so ein bisschen darum, dass die Helden merkwürdigen Geschehnissen auf die Spur kommen sollen und das Ganze spielt im Horasreich. Aber gesagt, im Nördlichen, in einer Stadt, die interessanterweise noch keine Stadtkarte hatte bisher, aber dringend mal eine verdient hat. Und die bekommt sie jetzt auch. Das ist Bitana. Unser Kartograf Steffen hat keine Mühen gescheut und uns eine großartige Karte angefertigt. Und die wird man in diesem Abenteuer auch großflächig bespielen. Das Ganze fängt gar nicht in Bitana an, aber also je nach Heldengruppe hat man viele Möglichkeiten, da reingezogen zu werden in die Geschichte. Wer sich so ein bisschen mit dem Status quo in Bethana in letzter Zeit so auskennt, weiß, dass man da seit vielen Jahren dabei war, ein Denkmal für die Entdeckerin Harika die Rote zu errichten. Das hat eine Weile gedauert. Das ist aber auch echt aufwendig geworden. Jetzt, wo es endlich fertig ist, hat man beschlossen, das wird jetzt mal richtig gefeiert. Und da ja zufälligerweise auch der Haupttempel der Effertkirche in Bethana ist, passt das ja ganz gut. Und von nah und fern kommen Leute, also Bethana platzt aus allen Nähten. Und es kommen so ein paar merkwürdige Ereignisse. Menschen verschwinden oder sind plötzlich nicht mehr am Leben. Und irgendwie scheint sich auch das so ein bisschen Sturm zusammenzubrauen. Und ja, viele tun das irgendwie ab von wegen, ach, das ist nur eine Laune des als launisch bekannten Meeresgottes, aber nicht so die Helden. Die werden darauf gestoßen, dass da vielleicht mehr dahinter stecken könnte. Und ja, in einer ziemlich epischen Suche, die dann in einem furiosen Finale mündet, kann man der Sache auf die Spur kommen. Wir haben dafür schon ein paar Illustrationen dabei. Es sind noch nicht alle fertig, aber hier seht ihr bereits den Deckplan eines Schiffes. Wer hätte gedacht, möglicherweise muss man in diesem Abenteuer ja vielleicht mal mit einem Schiff um durch die Gegend reisen. Dieses Schiff ist auch gut ausgearbeitet. Die Mannschaftsmitglieder haben alle ausführliche Beschreibungen bekommen, sodass man als Spielleiter da eine Menge an der Hand hat, um ein unvergessliches Erlebnis für die Heldengruppe zu bereiten. Und coole Illos. Ich habe nur Skizzen gesehen. Das ist richtig. Die sind schon ziemlich cool. Oh ja. Ich habe euch noch einen NSC mitgebracht. Der sieht ganz bösartig aus. Ist der bestimmt, das muss ein Schurke sein, Nico, oder? Unsympathisch. Ja. Wahrer Unsympath. Sieht man ihm an. Ganz fürchterlich. Also wenn ihr dem über den Weg lauft mit euren Helden, dann sucht am besten sofort das Weite. Und genau, ich meine, in Bethana haben wir ja auch so ein paar namhafte Personen anwesend. Hier haben wir den Patriarchen der Effertkirche, Efferdan. Der bekommt einen lustigen Hut und seinen Delfinstab. Der ist bisher leider noch nicht ganz fertig, aber die Skizze fand ich so putzig, die habe ich euch mal mitgebracht. Das Abenteuer ist... ja, wir haben ja schon fast September. Das ja. ist in 2 Wochen wird es im Collectors Club vorbestellbar. Das geht ruckzuck. Das Manuskript ist fertig, das Abenteuer ist im Lektorat gerade. Die Illustrationen sind auf der Zielgeraden, die sollen auch nächste Woche reinkommen. Und ja, manchmal kann es schnell gehen. Im Oktober könnt ihr euch denn schon in Bethana ins Getümmel stürzen. Und es ist ein ziemlich cooles Abenteuer. Ich weiß, das sage ich oft, aber ich meine es nicht immer so. Nein, ich meine es immer so. Ihr habt nichts gehört. Darüber reden wir nochmal. So, dann haben wir natürlich noch eine ganze Reihe von Produkten, die im Oktober erhältlich sein werden für Unterstützer von Rohalserben schon ein bisschen früher. Da haben wir eine riesige Produktpalette, die werden wir jetzt nicht im Detail nochmal durchgehen, das haben wir an anderer Stelle schon zu Genüge getan, aber kurz durchgehen werden wir sie und für das eine oder andere werden wir euch noch ein paar Details dazu sagen. Da haben wir natürlich als erstes erstmal Rohalserben selbst, das Quellenbuch mit 192 Seiten. Die Bäcker haben es, ich glaube, Donnerstagmorgen in der vergangenen Woche schon erhalten,
haben jetzt einen Augenblick Zeit, um uns noch Feedback einzureichen. Das erste Feedback, was ich bisher gesehen habe, war ziemlich positiv und ich kann auch mit Fug und Recht behaupten, wir sind alle so ein bisschen stolz auf das Buch, wie es geworden ist. Sehr schön geworden. Dann haben wir das Grimorum, Zoe. Ja, das Grimorum, ein Buch, von dem ich schon hier und da viel berichtet habe. Es ist die neue Zaubersammlung. So wie das Liber Cantillonis für DSA 4 ist das jetzt das Buch, das für DSA 5 alle Zauber sammelt. Alle Zaubertricks, Zaubersprüche und Rituale sind in diesem Buch. Außerdem ganz viel neues Zeug, Zaubererweiterungen, Zaubergesten für alle Zauber und so weiter. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, den findet ihr auf unserer Website. Da habe ich zum Konzept schon ein bisschen was erzählt, was die Idee dahinter war, was ihr alles da drin findet. Und wir werden auch, sobald ihr das PDF euch ein bisschen anschauen konntet, einen extra Stream nochmal dazu machen, wo ihr Fragen stellen könnt. Denn ihr werdet bestimmt Fragen an bestimmten Stellen haben, das ist schon vorher aufgefallen. Und ich möchte euch gerne beantworten. Dann nehmen wir uns mal eine Stunde oder so. Wann kommt es denn jetzt? Nächste Woche. Also, ich muss nur noch Seitenverweise setzen. Betet für mich, dann könnt ihr euch das angucken. Jetzt hast du schon nächste Woche gesagt, es führt kein Weg mehr dran vorbei. Das hat Markus gestern auch schon gesagt. Schaffen wir. Ich bin zuversichtlich. Es fehlt wirklich quasi nur noch Seitenverweise. Okay. So, dann haben wir noch die Studierstube der Gildenmagie. Haben die Bäcker auch schon vor, ich weiß gar nicht, 2, 3 Wochen oder so bekommen und gefeedbackt. Wir haben noch die Abenteueranthologie Dämonen, Macht und Sternenkraft. Darauf warten die Bäcker noch mit großer Neugier. Das Buch ist auch schon im Layout. Ich erwarte so im Laufe der kommenden Woche auch die ersten Versionen. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich übernächste Woche die Bäcker dann einen Blick in das Buch werfen können werden. Ein Abenteuer zu jeder der großen Magiergilden, eins für die Weiße Gilde, das im zentralen Mittelreich spielt, eins für die Graue Gilde, das im Tulamidenland südlich der Gorischen Wüste spielt und ein Abenteuer für die Schwarze Gilde, das am Kap Brabak in Brabak selbst spielt. Und natürlich auch Dunkle Halle der Geister zum Thema hat. Wer hier auf der Radcon in der großen Halle mal am Stand von Steffen Brand vorbeigekommen ist, hat vielleicht auch schon einen Blick auf die wunderschöne neue Brabak-Karte werfen können, auf der Brabak jetzt auch so abgebildet ist, wie Brabak eigentlich aussehen soll. Die Dunkle Halle der Geister ist ein schwarzer Granitklotz. Und die Villa Hammerfaust ist eine Otterskin mit mehreren Langhäusern. Und der Rest von Brabak sieht halt auch eher nach Brabak aus und nicht wie eine mittelreichische Siedlung. Die ist sehr schön geworden. Steffen ist mit Recht ziemlich stolz auf die Karte. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, werft mal einen Blick drauf. Übrigens, wir waren ja eben in Bethana beim Haupttempel der Effertkirche. Weiß jemand, wo der zweitgrößte Effert-Tempel Aventuriens steht? Der steht in Brabak. Und der ist auf der Karte natürlich auch zu sehen. Der ist nicht vor nicht allzu langer Zeit eingeweiht worden. In Brabak gab es lange Zeit eine Baustelle. Mittlerweile ist der Tempel fertiggestellt. Und wir haben mit Argusaugen darüber gewacht, dass der Tempel auf dem Stadtplan auch so aussieht, wie er in der Beschreibung steht. Mit so delfinförmigen Anbauten. Ist recht schick geworden. Und Steffen hat so ein paar Arbeitsskizzen noch daraus mitgebracht. Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Dann haben wir Glaube, Macht und Heldenmut, was auch das Bonus-PDF in der Printversion beinhalten wird, also wo ganz viele Zaubersprüche drin sind, die nicht im Rohals Erben Kernbuch enthalten sind. Damit wollen wir vermeiden, dass ihr Aventurische Magie 1 bis 3 wirklich braucht. Ihr könnt Rohals Erben und die Produkte der dazugehörigen Produktflöte komplett ohne Aventurische Magie 1 bis 3 verwenden, wenn ihr euch auf das Bonus-PDF verlasst. Das Grimorum steht da ein bisschen separat von. Das könnt ihr natürlich auch benutzen, um alle Zauber in der aktuellsten Version nachzuschlagen. Dann haben wir noch das Meisterschirmheft Schwarze Kunst und Limbusreisen mit den Borbradianern, mit einer ausführlichen Beschreibung des Instituts für Arcana-Analysen, einer Spielhilfe zum Limbus, einer Spielhilfe zu Kraftlinien, einer Spielhilfe zu Zauberzeichen und. Dazu gab es auch noch ein Auf ins Abenteuer, das Lobanger Lügenmärchen. Das ist das aber nicht, das ist das Heldenbrevier.
wo drei Protagonisten, jeweils eine Person aus einer der drei Magiergilden, ein Abenteuer erlebt. Wir haben natürlich eine Sphärenklang-CD von Ralf Kurzsiefer, dem Community-Preisträger, einem der Community-Preisträger von 2022. Wir haben ein Spielplan-Set mit für Gilden, Magier, Akademie-typischen Schauplätzen, natürlich dazu ein dazu passendes Acrylmarker-Set. Wir haben Spielkarten. Wir haben zwei neue Vademecums, das ODL-Vademecum, das Vademecum der Grauen Stäbe vom Ordo Defensoris Lecturia, dem größten Gildenmagierorden der zur Grauen Gilde gehört, und das Vademecum für Mada, die Mondgöttin, Halbgöttin. Die Sachen sind auch schon, also bis auf die Spielkarten, sind die Sachen schon als PDF, die Vademecums und das Heldenbrevier sind schon seit längerer Zeit als PDF verschickt worden. Wir haben natürlich eine riesengroße Sammelbox, alles was zum Crowdfunding dazugehört, bis auf das Grimorum sollten da reinpassen. Ja, die Romane wahrscheinlich auch nicht, die Retro-Romane. Ne? Also wo wir bei Retro sind, wir haben noch zwei alte Magier-Solo-Abenteuer neu aufgelegt, ein Stab aus Ulmenholz, aus DSA 2 und Auf dem Weg ohne Gnade aus DSA 1. Die drei Retro-Romane, der Sphärenschlüssel, Blutrosen und die Legende von Azabath. Legende von Azabath beleuchtet Borberats Jugend, kann man so sagen. Und der Sphärenschlüssel und Blutrosen, da dreht sich alles um Taliesin von Borbra, den mittlerweile verschwundenen oder verschollenen Hochmeister vom Orden der Grauen Stäbe. Was ist das? Ah, das Notizbuch ist noch dazugekommen, genau. Da oben zwischen dem Grimorum und der Studierstube, da findet ihr auch wunderschöne, von Steffen Brandt gestaltete neue Alphabete von Zauberschriften, Zayat und Nanduria. Da haben wir jetzt das Lowanger Lügenmärchen, das Auf ins Abenteuer mit 6 spielfertigen Archetypen. Und dann kommen noch das Geheimnis der Zauberschüler, unsere Scholaren-Kampagne, über die ich jetzt noch ein paar mehr Worte verlieren möchte. Also, in der Scholaren-Kampagne, das Geheimnis der Zauberschüler, spielt man junge Scholaren an der Hohen Akademie und Arcanes-Institut zu Punin. Es gibt dazu als PDF auch 6 Archetypen, 3 männliche, 3 weibliche. Ihr könnt euch überlegen, in welchem Teil der Ausbildung zum Magier ihr einsteigen wollt. Wir haben Szenarien für das Elevium, also das erste Jahr. Wir haben Szenarien für das Novitium, die darauffolgenden Jahre, und ein richtiges, größeres Abenteuer mit dem Titel Verlockendes Wissen für das Studium, also den Abschluss, die Abschlussjahre der Magierausbildung. Da können die Zauberschüler eben auch schon wirklich zaubern. Deswegen haben wir das größere Abenteuer an der Stelle der Ausbildung platziert. Und das Heft hat 64 Seiten, beinhaltet eine Spielhilfe für diesen Themenkomplex. Wir spielen mit Helden, die einen Erfahrungsgrad haben, der geringer ist als erfahren. Also die Helden müssen mit weniger als 1100 Abenteuerpunkten auskommen. Es gibt eine ausführliche Beschreibung der Akademie von Punin, mit den Räumlichkeiten, die die Schüler natürlich nutzen können, wie Aufenthaltsräume, Schlafsäle und so weiter. Es gibt natürlich auch Mitschüler und ja, so Sachen, wie man sie aus diversen Highschool-Geschichten halt so kennt, was bei so einem College- oder Highschool-Abenteuer nicht fehlen darf. Und natürlich haben wir eine ausführliche Karte mit Beschreibung der Akademie von Punin. Weiter geht's mit der Gunst der Göttin. Alex. Bitte? Weiter geht es mit der Gunst der Göttin. Ihr seht hier tatsächlich das Cover der limitierten Auflage von dem Hauptquellenband unseres... Nee, das ist der Bordellführer. Der IT-Quellenband, den wir nochmal, wo wir das Cover nochmal ändern. Der sollte nicht als erstes da stehen. Ach so, wunderschön. So, ich glaube, das Heldenbrevier sollte auch da nicht nach. Dann sehen wir jetzt aber etwas Wundervolles. Und zwar, das ist das Cover des Hauptquellenbandes von Die Gunst der Göttin. Der Titel ist tatsächlich Rajas Gunst. Das ist ein 160-seitiger Quellenband, der sich mit allen Themen der Raja-Cache beschäftigen wird. Von
Was gibt es für Tempel in Aventurien? Wo stehen die? Wie sind die gebaut? Was gibt es für Feiertage? Wie wird die Geliebte der Göttin gewählt? Bis hin zu verschiedensten Bräuchen in unterschiedlichsten Regionen Aventuriens, zum Raya-Kult und verwandten Gottheiten. Und auch, wie sind die Tempel aufgebaut? Gleiches auch für verwandte Gottheiten wie Leftan. Das ist auch sehr wichtig. Das wird der zentrale Band unseres Crowdfundings sein, aber längst nicht der einzige. Es wird noch eine limitierte Fassung geben davon. Ja, wenn du klickst, dann erscheint die auch. Ja. Ah, sehr gut, okay. Ist auch rot, das verwirrt mich die ganze Zeit schon. Limitierte Fassung, die inhaltlich identisch ist, aber mit einem natürlich anderen Cover und Coverstempel versehen ist. Daneben, das zweite zentrale und wichtige Buch dieses Crowdfundings ist die dazugehörige Kampagne Die verborgene Gabe. Dort seht ihr tatsächlich das Fest der Freude, den Beginn davon und einige potenzielle Reihergeweihte, die auch zur Geliebten oder zum Geliebten der Göttin werden könnten. Und die Aufgabe der Helden wird hier sein, nicht nur an diesem Fest teilzunehmen, tatsächlich können sie das auch, aber sie werden eine wirklich göttliche Mission durchleben. Und zwar müssen sie die gewählte Geliebte der Göttin durch ganz Aventurien begleiten. Denn es wird eine Aufgabe geben, die zu sehr wichtigen Orten führt, die für die Raya-Kirche besonders wichtig sind. Und als ein paar Informationen, es wird nach Al-Anfa gehen, es wird nach Zorgan gehen, Belhanka seht ihr ja schon, aber auch zum Beispiel nach Festum und nach Lovang, also zu vielen Orten, wo es Relikte oder wichtige Dinge gibt, die für die Kirche von großer Bedeutung sind. Es wird sehr modular aufgebaut sein und man kann sowohl die Geliebte der Göttin aus verschiedenen Kandidaten als Spielleiterin auswählen, als auch die Begleiter. Auch die Gegenseite, die es geben wird, die kann sehr stark variiert werden. Wir haben da einige Beispiele aufgeführt und ob tatsächlich es nur eine Gegenseite gibt oder sogar mehrere, das entscheidet quasi auch die Meisterin oder die Spielrunde, je nachdem, wie schwierig und komplex sie es auch machen wollen. Ja, ansonsten bleibt vielleicht noch zu sagen, die Größe wird auch etwa so in dem Bereich des Quellenbandes sein, habe ich mir sagen lassen. Da mussten wir noch ein bisschen drüber reden. Meine Autoren wollten natürlich immer mehr Platz und sie haben ihn wohl bekommen. Zumindest hat Markus mich nicht mehr aufgehalten am Ende. Insofern ist es Markus schuld, Nico, wenn es dann doch so um die 160 Seiten wird. Ich glaube, das ist auch für euch angenehmer. Da haben wir mehr Platz, auch coole Sachen zu beschreiben, viele Abenteuer. Ich habe noch kein Memo dazu erhalten. Ach, was doch wichtig ist, diese Kampagne ist nicht nur für Raya-Geweihte oder Heldentypen, die das sehr nah an der Raya-Kirche sind. Ihr könnt auch die klassischen Helden nehmen vom Zwergen, der Elfe, dem Krieger und der Magierin. Das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist tatsächlich nur, dass ihr eine gute Gesinnung habt als Helden. Also der finsterste Schwarzmagier oder jemand, der die Raya-Kirche hasst, das wird wenig Sinn machen. Aber das Abenteuer ist so variabel gestaltet, dass da eigentlich jeder Spaß dran haben kann. Also man muss keine Raya-Geweihte nehmen. Die ist natürlich in ihrem Element und kann viele coole Dinge tun, aber ist auch ganz normal mit einem Krieger, Streuner und so weiter, das zu spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Das wären so zwar die Hauptbände, aber wir hatten noch viel mehr Ideen. Viel mehr Ideen. Was seht ihr dort? Ja, das ist tatsächlich ein ganz neues Produkt, so würde ich es nennen. Das hatten wir bei DSA 5 noch gar nicht, aber es war mein Wunsch, dass wir das für diese Kampagne und für dieses Crowdfunding tatsächlich auch mal ausprobieren. Und zwar ist das Rayas Diener. Was könnte das sein? Es ist ein Meisterpersonenband. Und zwar hat man dort Meisterpersonen drin, die entweder was mit der Kampagne zu tun haben, mit der Raya-Kirche, hat verwandte Themen. Und sie stellen sowohl wir stellen sowohl ihre Hintergründe dar, als auch ihre Spielwerte, inklusive einer Illustration. Damit ihr eine Vorstellung habt, es wird eine Größe von 128 Seiten haben. Es ist nicht notwendig, dass ihr das mit der Kampagne oder so spielt, aber sie ergänzt sie super und da sind noch viele weitere Personen drin, die ihr für alle möglichen Abenteuer benutzen könnt. Da gibt es immer kleine Plothooks und wie wir vorstellen, wie man die einbinden kann in Abenteuer. Das ist eine Mischung aus Personen, die ihr kennt, große Namen durchaus auch drin, ehemalige Geliebte der Göttin oder aktuelle, potenziell aktuelle, bis hin auch zu kleineren Personen, die beispielsweise Minnesänger, ein ganz berühmter und bekannter Minnesänger, den man vielleicht verwenden kann. Das ist also eine bunte Mischung aus Personen, alten wie neuen. Das ist natürlich noch nicht alles. Ich habe noch mehr für euch. Ein Wartemekum.
Ich möchte gerne ein Stimmungsbild einholen. Wer hält schreiendes Pink für eine angemessene Farbe für ein Left-Hand-Wadameko? Bitte mal Hand hoch. Wer findet das ganz, ganz furchtbar? Da wir wir sind in einer Demokratie. Insofern ist es schon entschieden. Die Farbe von Leftarm ist normalerweise schwarz, aber schwarz gab es aus verschiedenen Gründen, war das nicht geeignet dafür. Und das hier tatsächlich ist auch eine sehr leftanische Farbe. Stimmt schon zu. Leftarm, Wadameko. Ihr seht es. Ist kein einfaches Wadameko. Wir als Redaktion wissen auch, dass Leftarm eine schwierige Gottheit ist. Wir haben uns da schon Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, wir werden auch gute Lösungswege finden, mit denen viele von euch sehr zufrieden sein werden. Aber das ist natürlich wirklich auch schon sehr speziell, das Wadameko. Ist aber nicht das Einzige. Aber noch mehr. Was könnte das sein? Ja, ihr seht es eigentlich schon, ne? Ayas Kavaliere steht da. Ich verrate es euch, es ist ein weiteres Wadameko. Und zwar, bei vielen Crowdfundings haben wir auch einen Orden mittlerweile beschrieben, wie die Drakoniter. Und hier werden es die Raya-Kavaliere sein. Dementsprechend werdet ihr alles vorfinden, was so den Orden ausmacht, wie der aufgebaut ist, was seine Besonderheiten sind und dergleichen mehr. Jetzt wird es anrüchiger, befürchte ich. Johannes, bist du mit meinem Kopf im Weg? Ich sehe das Buch nicht. Ich glaube, dass... Kann dir die Titel vorlesen, da steht schmutzige Spiele. Ich kenne diesen Titel, ich sah nur das Buch nicht. Ein Romanantologie mit Raya-gefälligen Geschichten. Der Titel ist vielleicht etwas dramatischer als der Inhalt. Wobei, nein, das stimmt nicht. Das sind auch schon echte. Also, ihr werdet, glaube ich, eine schöne Reihe vorfinden, wo es ganz freundliche und nette Raya-gefällige Geschichten gibt, meiste Personen beleuchtet werden und ähnliches. So. Rauschhafte Nächte steht da, glaube ich. Der Rauschhafte Nächte ist ein Solo-Abenteuer. Relativ unbekannter Autor, ja, Haar, ja. Alex Spohr hat es, glaube ich, in Arbeit. Bist du verwandt mit dem oder verschwägert? Dann sagt er immer, ich wäre mit dem Chef der Lufthansa in Frankfurt verwandt und das stimmt tatsächlich. Aber wir sind uns da nicht immer so einig, wie man das handhabt. Solo-Abenteuer mit 64 Seiten, das ist diesmal nicht von Sebastian Thurau. Ich habe mir selbst ein bisschen die Mühe gegeben, da etwas zu machen und das wird euch nach Zorgan führen. Es hat natürlich etwas mit der Raya-Kirche zu tun, wie ihr dem Bild schon entnehmen könnt. Auch etwas mit Tanz. Tanz ist da ein sehr wichtiger Faktor drin. Und du wirst es mit zwei vorgegebenen Helden spielen können. Eine Raya-Geweihten und eine Magier. Oder ein Magier, müsst ihr euch entscheiden. Je nachdem wirst du auch einen ganz anderen Verlauf nehmen. Man muss sehr unterschiedliche Sachen tun. Wie ihr auch vielleicht sehen könnt, gibt es da gewisse Andeutungen im Hintergrund, dass da auch nicht vielleicht so nette Personen warten. Und ich kann euch zumindest versprechen, ihr müsst da einiges tun, um einen finsteren Kult, ja, können wir schon sagen, einen finsteren Kult auf die Schliche zu kommen, der ansonsten etwas sehr Schlimmes vorhat, um die Raya-Kirche zu schwächen. Das ist natürlich auch nicht alles. Wir haben auch eine Abenteuer-Anthologie. Und zwar mit dem wundervollen Titel Rosenduft und Bühnenspiel. Was ihr dort seht, ist das thulamitische Bad in Belhanka. Die beiden Abenteuer, die da drin sind, spielen auch dort. Und hier ist es so, das erste, ja, das wird euch durch die Stadt Belhanka führen. Und ihr habt einen gewissen Zeitdruck. Ihr müsst etwas erledigen für jemanden, der Raya-Kirche auch sehr nahe steht. Es ist ein sehr kurioser Auftrag, ein sehr Raya-gefälliger Auftrag auch. Hier muss ich sagen, ich möchte nicht zu viel spoilern. Es ist ein sehr einzigartiges Abenteuer. Ich glaube, dieses Thema gab es da auch noch nicht. Aber es ist, glaube ich, sehr spannend, weil die Helden müssen hier nicht nur sehr spezielle Fähigkeiten anwenden. Also wer gut in Stoffbearbeitung ist oder in Verkleiden, wird er echt gute Vorteile haben. Aber man steht auch ständig unter Zeitdruck und muss sehr gut planen, was man für Schritte nimmt. Ist auch für alle Helden geeignet. Und ganz interessant, es gibt dort auch ein kürzeres Solo-Abenteuer in diesem Band. Dieses Solo-Abenteuer ist mit Rauschhafte Nächte sozusagen verknüpft. Es ist im Prinzip der Vorgänger davon, ein Zwischenspiel. Und wenn man dieses spielt, dann kann es sein, dass es Auswirkungen auf Rauschhafte Nächte haben wird, je nachdem, was man getan hat. Insofern gibt es da auch eine Verknüpfung zu. Eine Sammelbox für all das gute Zeug, was ihr beim Crowdfunding bekommen könnt. Das ist immer noch nicht alles. Wir haben noch viel mehr, aber
Ich verrate euch noch nicht alles. Lasst euch bei dem Crowdfunding überraschen. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Übersicht für das Crowdfunding. Bis dann. Ich bin dran. Also, ein Regionalspiel für zu betreuen war noch auf meiner Bucketlist. Insofern kümmere ich mich jetzt um das Wüstenreich. Die Wüste Kommentalusien ist die nächste Regionalspielhilfe. Wir legen natürlich Wert darauf, unser Wort zu halten. Entsprechend ist der Plan, es auch noch irgendwie dieses Jahr zu euch zu bringen. Wir sind im Zeitplan. Viele der Texte habe ich schon bekommen. Tatsächlich ist nächste Woche eine wichtige Deadline. Und dann haben wir schon das allermeiste dieser wunderbaren Produkte, die dort aufgelistet sind, beisammen. Auch die Bilder sind schon in Arbeit. Entsprechend ist die Arbeit weit fortgeschritten. Und ich werde euch bestimmt zu gegebener Zeit auch noch ganz ausführlich dazu erzählen, was das Konzept und so weiter ist. Aber so ein paar Teaser möchte ich euch schon mal mitgeben. Ihr kriegt ja die ganz normale Regionalspielhilfenflöte, also den Hauptband, ein Regionalabenteuer, das diesmal einen sehr hohen Anspruch darauf hat, den Metaplot voranzutreiben. Das hat die maximale Wertung im Metaplot. Das wird für die Novadis ein neues Zeitalter einleiten, wo die Helden maßgeblich daran beteiligt sind, wie gut oder wie schlimm die Zukunft in der Wüste aussieht und welche Auswirkungen das auch auf die Randgebiete hat, also zum Beispiel Talusien, was auch beschrieben ist in dieser Regionalspielhilfe. Es wird eine große Bedrohung auftauchen, mit der bestimmt viele von euch nicht gerechnet hätten. Wir werden die ganze Kultur, so wie sie früher beschrieben wurde, noch mal ein bisschen neu aufarbeiten, sehr viel Neues hinzufügen und Dinge ein bisschen umformulieren und umdeuten, damit wir ein richtig cooles Gesamtbild haben, sodass jeder richtig Bock hat, mal Novadi zu spielen. Denn ich persönlich hatte noch nie einen Helden aus dieser Kultur und finde das total schade, weil eigentlich so Wüstenfilme, keine Ahnung, von Riddick bis Mad Max und alles, was es da gibt, von Action und alle Genres und Reisen, und da kann man alles machen. Die Wüste ist sehr divers, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermuten würde. Man denkt halt, oh mein Gott, Wüste. Aber da ist sehr viel zu machen und das werden wir euch zeigen. Und gerade auch, weil die Religion der Novadis, nämlich der Rastula-Glauben, eine Sache ist, die gerade Anfänger von DSA 5 oder Leute, die einfach mit der Religion noch nicht so viel Kontakt hatten im Spiel, vielleicht gar nicht so viel anfangen können, hielten wir es für eine super Idee, auch den Rastula-Vademekum dazu zu machen. Das also quasi noch on top zur normalen Regionalspiel von Flöte, die ihr kennt. Und ja, thematisch werden wir vor allem uns auf die Novadis konzentrieren, aber die Ferkinas sind auch eine sehr wichtige Kultur, die natürlich in den Randgebirgen dieser Region ihre angestammten Gebiete haben. Auch die werden von der neuen Krise, die auftaucht, beeinflusst werden, werden ihren Weg finden. Wird sich zeigen, sind es eher Opportunisten oder haben die vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu tun, sodass man da auch kennenlernt, dass nicht jeder Ferkinder ist wie der andere. Ja, das sind Barbaren, aber das muss ja nicht langweilig sein. Das muss ja nicht oberflächlich bleiben. Und genauso in Talusien werden wir da auch ein paar neue Phänomene einbringen. Dieser Kontrast zwischen Arm und Reich, der in der Region eine große Rolle spielt, wird sehr stark bespielbar werden. Da wird es zum Beispiel so etwas geben wie diverse Rebellengruppen, wo dann so Szenarien ausgespielt werden können, wie man sie auch aus diversen Science-Fiction-Franchises größerer Natur vielleicht vermuten würde. Ich sage jetzt keine Namen, ihr könnt es euch denken. Also auch Dolgoruk ist natürlich noch da, auch der will noch ein paar Dinge machen. Er ist ja auch unsterblich, also hat er dann auch ein bisschen was vor sich, aber vielleicht auch mal so eine gewisse Sinn- und Lebenskrise. Man wird ja auch nicht jünger. Insofern, da passieren einige coole neue Dinge und ich freue mich sehr darauf, euch demnächst noch viel, viel mehr dazu zu erzählen. Aber das erstmal an dieser Stelle. Okay. So, noch mehr. Hier seht ihr etwas, was wir vorhin ja schon ein bisschen besprochen haben. Und zwar unsere Orgspielhilfe, die wir in gedruckter Form auch bald unter euch nicht können. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Orks sind fein, Orks sind toll, wissen wir ja alle mittlerweile. Aber da gibt es ja noch die Achats. Und dementsprechend werden wir auch eine Achats-Spielhilfe machen. Damit ihr natürlich auch Achats, damit auch Achats-Kristallomanten und so weiter auch spielen könnt. Die wird vom Aufbau her sehr ähnlich sein. Mein Titel, ich glaube, der ist schon fast fest, ist Schuppenkleid und lange Zungen.
vielleicht wirklich so am Ende so bleibt, weiß ich noch nicht 100%, aber ich gehe davon aus, die wird genauso aufgebaut sein. Sprich, ihr kriegt einige Informationen über die Achats, über die Stämme, auch ihre Städte, die es tatsächlich gibt, über die Kulturen, wir haben sogar 3 Kulturen, die dort drin sind, und alles, um einen Achats zu erstellen. Die wichtigsten Professionen, die typisch für sie sind und so weiter. Fehlt aber trotzdem noch etwas. Genau, Einhörner, ja. Die Einhorn-Spielhilfe umfasst natürlich das Spielen von Einhörnern. Nein, ich glaube nicht. Das stimmt. Ich habe jetzt auch, wir haben ja schon viel zu lange überzogen. Das ist jetzt total schade, dass ich euch die richtig krassen News jetzt so schnell raushauen muss. Bevor wir über dieses mysteriöse Fragezeichen reden, wer von euch hat denn schon die Sternträger-Kampagne durchgespielt? Okay, die ist jetzt noch nicht so lange fertig publiziert. Hat schon jemand den Rabenkrieg durchgespielt? Vereinzelte Hände sehe ich da. Okay. Wir brauchen natürlich eine weitere größere Abenteuerkampagne und ein paar von euch haben auch schon gesehen, was da so uns demnächst auf uns zukommen könnte. Die, die es noch nicht gesehen haben, müssen sich jetzt nochmal angucken. Wäre auch was zu hören, aber es ist nichts zu hören. Es kommt da raus. Halt doch mal dein Mikro an den Lautsprecher. Weil wir euch ja alle Infos immer vorenthalten, haben wir ausgeblurrt, worum es wirklich gehen könnte in dieser Kampagne. Aber meistens nur euch werden erraten haben, in welche Himmelsrichtung von Aventurien es wohl als nächstes gehen könnte. Wenn ihr euch das mit Sound nochmal angucken wollt, geht auf unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr das Video auch. Es scheint um eine etwas konfliktreichere Abenteuerkampagne zu gehen, wie man möglicherweise anhand der Trommeln erahnen könnte. Was denn für Trommeln? Ich habe keine Trommeln gehört. Doch, hast du gehört. Und die Feuerfunken, die da überall geflogen sind. Nein, also wir haben einen Plot, wir haben ein paar interessierte Leute dafür. Wir wollen noch was drumherum spinnen und da sind wir noch dabei, uns ein paar Gedanken zu machen. Wenn das alles so läuft, wie wir uns das im Moment vorstellen, bekommt ihr nicht nur eine mehrteilige Abenteuerkampagne, ihr bekommt auch ein paar Kurzgeschichten dazu, ihr bekommt Kurzabenteuer, die drumherum spielen können. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Also wir haben zumindest eine größere Sache geplant, über die ich jetzt aber gar nicht reden darf, sonst kriege ich von links, glaube ich, Ärger. Es wird einschneidend werden, das kann ich euch versprechen. Möglicherweise auch für mich. Ich habe euch versprochen, dass wir noch über dieses Fragezeichen da eben reden. Orks und Achats bekommen also ihre eigenen Spielhilfen. Da fehlt doch was. Einhörner. Keine Risse, nein. Aber ich habe es schon gehört. Goblins sollten ja auch ein bisschen spielbar werden. Und das Wüstenreich ist eine feine Sache, aber es fehlen ja noch ganz viele andere Regionalspielhilfen. Gibt es eine Region, die das möglicherweise miteinander verbinden könnte? Das Cover, was ihr hier sehen könnt, ist den meisten von euch wahrscheinlich vertraut. Das ist das Cover, Land des Schwarzen Bären, der DSA 4 Regionalspielhilfe für das Bornland. Wir sind also noch relativ früh in der Planung. Wir wissen, was wir machen wollen. Wir wissen, wir wollen viel machen. Das wird ein Crowdfunding. Wir haben eine Regionalspielflöte. Wir haben die Goblin-Spielhilfe, die da auf jeden Fall reingehört. Wir haben nicht in die Regionalspielhilfe, sondern separat davon. Ganz da genau, haben wir uns lange den Kopf drüber zerbrochen, wie wir denn den Goblin-Content in die Regionalspielhilfe bekommen. Und da haben wir uns nach der Ork-Spielhilfe dann entschieden, wir machen einfach ein separates Buch. Wir haben auch von Sebastian Thurau schon eine tolle Idee für ein Abenteuer bekommen, wo man dann auch direkt Goblins spielt. Als Solo-Abenteuer. Genau, ein Solo-Abenteuer mit Goblins, das wird cool. Was haben wir noch? Wir haben bestimmt wieder so ein Ordenswademikum. Wir haben zum Beispiel eine Widerorden-Sache. Sphären, Klang, Spielkarten, Landkarten.
das Standardrepertoire. Wir haben so ein paar Classics, die im Bornland spielen, die dann vielleicht nochmal aufgelegt werden können. Auch so ein paar Romane, die man da reinwerfen könnte. Wir haben ganz viele tolle Ideen. Ich glaube, das wird cool. Und das Bornland, das hat ja auch mal wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Jetzt, wo die Theaterritterkammer ihre Kreise gezogen hat und die Konsequenzen sich langsam setzen. Viele Leute, die hoffentlich auch jetzt zu Ende gespielt haben, wo wir die Sternträger und den Rabenkrieg schon gefragt haben, Theaterritter, zu Ende gespielt? Immerhin. War wichtig, so lange zu warten. Du hast vollkommen recht, ja. Es war wichtig, so lange zu warten. Einerseits, weil wir damit jetzt auch in der Lage sind, das alles in größeren Kontext zu setzen. Und die Auswirkungen, die die Theaterritterkammer langfristig hat, jetzt auch ordnungsgemäß zwischen zwei Buchdeckel zu gießen. Und ja, wir haben einiges vor. Das wird ziemlich cool. Und ich fürchte, das ist für mich das Letzte, über das ich euch heute was sagen darf. Damit sind wir am Ende vom heutigen DSA-Panel angekommen. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schönen Dank an euch zu Hause, die auf unserem Twitch-Kanal live dabei waren. Schön, dass ihr mir hier zur Seite gestanden habt und dann noch viel Spaß auf der RadCon.